Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am 20. November. Wir schreiben die Woche Mitte. Und ja, nachdem wir ja zu Beginn der Woche hier, wie gestern zum Beispiel, Bitcoin Cash und auch am Montag ja selbst den Bitcoin analysiert haben, wollen wir heute immer wieder ein Stück weit auf die Rohstoffe blicken. Gestern hatten wir zwar auch Silber dabei, aber hier Rohstoffe in Form des Öls. Und hier immer interessant, gerade in Bezug auf die Devisen der Loonie. Was ist der Loonie? Der Loonie ist der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar. Und hier der kanadische Dollar ja als Rohstoff für den Öl- oder Rohstoffwährung auch bekannt. Und wenn die Ölpreise nachgeben, dann ist das per se schlecht für den kanadischen Dollar, ähnlich wie mit der norwegischen Krone im Übrigen. Drum auch heute Brent-Öl hier praktisch für den europäischen Bereich und TTI-Öl für den US-amerikanischen. Die sind sich ja relativ ähnlich, aber strukturell, technisch dann doch anders auseinanderzunehmen. Aber ich will darauf heute den Blick richten, denn ich werde es vielleicht an den Zapfsäulen gesehen haben, nachdem es zum Ende der letzten Woche relativ hoch war, haben wir jetzt schon wieder fallende Preise, obwohl das natürlich nicht eine Indikation ist. Aber man spürt, dass hier vielleicht sogar noch ein Stück weit mehr Luft nach unten ist. Und beim Loonie dementsprechend US-Dollar in kanadisch Dollar gehandelt, hier durchaus Aufwärtspotenzial vor uns steht. Insofern wollen wir gleich schauen, was ihr schauen solltet. Vorab natürlich, mit wem ihr am Markt abfeuert, agiert, tradet. Schaut, dass ihr hier einen Partner habt, der nicht gegen euch steht, die Orders durchgibt an den Markt. JFD Bank, hier mittlerweile eben wirklich die Bank für euch, damit wir alles aus einem Account heraus für euch abhandeln können, von echten Aktien, von Kryptos, von Währungen und natürlich auch Rohstoffen und Indizes. Deswegen schaut auf jeden Fall, mit wem ihr handelt. Alright, wir haben hier den Loonie, den wir gleich mal anschauen, denn ich möchte eigentlich mit dem Öl beginnen, so wie es in der Headline ja auch zu sehen war. Und da haben wir hier zur linken Brent Group. Okay, und hier das WTI auf der rechten. Sehr spannend. Und da gehen wir direkt mal auf das Brennöl ein. Ist die Tatsache, dass wir hier in einem Abwärtstrend stecken. Und da wird sich der ein oder andere an das Jahr 2018 Ausklang wahrscheinlich erinnern können. Hier gab es ja eine massive Korrektur. Also das ist schon sehr einzigartig. Und das Ganze natürlich auch hier, jetzt muss ich mal WTI entsprechend raus. Hat man das damals natürlich auch entsprechend eingefangen, mit dieser Abwärtsbewegung von beinahe 50%. Also beinahe halbiert, und das ist schon wirklich heftig. Ähnliches haben wir ja Brent gesehen, und Tatsache ist, dass gerade hier technisch gesehen die Abwärtstrend, die wir im September gesehen haben, grundsätzlich hier zum Wochenbeginn bestätigt wurde. Wir sehen auch hier eine schöne Horizontalwiderstandszone, wo natürlich Öl sich hier, oder Brent in dem Fall, ein Stück weit während des Sommerverkaufs versucht hat, drumherum zu schlängeln. Aber diese Zone bleibt für mich immer noch relevant, eben aus früheren Zeiten ableitbar. Und diese Marke, ich will es mal sagen, so um $60 je Barrel, ist hier auf jeden Fall schon mal wieder bestätigt worden im Rahmen, dass es hier zumindest Stocken kommt. Mit Bestätigung der Trendlinie sieht es für mich, und das muss ich ganz klar sagen, so aus, als würde Brent Oil, dann zoome ich mich mal ein Stück weit rein in den Chart, auf jeden Fall das Potenzial haben, hier weiter nach unten zu fallen. Möglicherweise gibt es heute auch noch Lagebestände aus den USA. Inwiefern das jetzt Brent beeinflusst, wollen wir mal sehen. Aber de facto ist meines Erachtens unterhalb von $62 der Weg weiter frei, hier ganz klar gen Süden. Und da rede ich hier davon, dass wir hier die $58 mit Sicherheit anlaufen, als weiteres Potenzial in Aussicht. Was dann passiert in Richtung $56, das muss man mal abwarten. Aber tendenziell Öl hier technisch gesehen definitiv im Rückgang. Modus. Hier kann man eventuell auf eine Spekulierung, auf Stabilisierung spekulieren, das will ich sagen. Im Zuge dessen, dass, wenn Öl hier die Zone von nahezu $56 ansteuert, dass es dann hier möglicherweise einen Rebound gibt, eine Stabilisierung oder einen richtigen Aufwärtsimpuls, aber kurzfristig sieht das hochgradig bärisch aus. Das würde ich erst wechseln, das Setup, und hier auch für die Bullen interessant, natürlich, wenn das Öl nach oben aufdreht, und da mache ich direkt die Alternative draus. Wenn wir hier das Hoch von der letzten Woche rausnehmen, hier über $64 je Barrel auf dem Brent Oil Preis bezogen raus, dann ist die Trendlinie meines Erachtens sehr deutlich gebrochen, und dann besteht auch Potenzial hier Richtung 66/ in Richtung $70. Muss man auch auf der Agenda haben, für den Fall, dass der Markt eben nicht nach unten abtaucht. Ihr wisst es, das Einzige, was ihr im Griff habt, liebe Leute, das ist das Risiko. Also insofern muss man sich Gedanken darüber machen, ab wann man eine Position dreht, schließt oder dann vielleicht sogar eine Gegenposition eröffnet. Insofern wichtig, hier natürlich auch ein Szenario B in oder auf der Agenda mehr zu haben. Also Brent, ich denke, hier geht es
weiteren 58 bzw. vielmehr 56 Dollar. Und beim WTI sieht es auch nicht wirklich besser aus. Das große Bild, da summe ich mich WTI immer gerne natürlich im Kontrast zum Looney steht. Jetzt lasst mich aber auch mal hier die Abwärtstrendlinie kurz noch in den Chart holen. Ja, das sehen wir auch den Spike vom September und auch eine Bestätigung, das ist hier so ein Stück weit zu tun. Ja, hier die Abwärtstrendlinie seit der Korrektur vom Jahresausgang. Hier so eine kleine Bestätigung. Hier gab es den Spike-Out auf der Oberseite und jetzt die Bestätigung des Abwärtstrends. Ich hatte Öl, wie gesagt, ja auch unlängst hier im Oktober gehört, hätte dem Öl gar nicht so viel zugemutet, aber auch damals die Situation, hey, unterhalb hier diese Zone, dieses Spike-Gaps hier von rund 59 Dollar je Barrel, Situation eigentlich ziehe ich genauso weiter hier nach oben. Das heißt, auch hier eine Situation, erst das Hoch der letzten Woche überschreitet, kann man davon ausgehen, dass das Öl, in dem Fall WTI, nach oben anzieht. Sehe ich noch nicht als favorisiertes Szenario, deswegen hier der graue Tendenzpfeil und insofern bleibt meines Erachtens der Short zu hier Trumpf. Und auch genau das gleiche wie beim WTI, wie beim WTI, wie beim Oil, beim Brent Oil, sehe ich jetzt hier, vielleicht kommt noch mal ein kleiner Spike, wenn er denn überhaupt kommt, aber ich ziehe den Pfeil direkt nach rechts rüber und hier das Potenzial, auch die Tiefs von den letzten Monaten, zumindest der Bereich hier über 50 Dollar meines Erachtens erreichbar, Schrägstrich Zielzone 55 Dollar. Das ist die Annahme, die ich hier hege und das ist natürlich das Spannende, wo ich sage, hey, wenn die Ölsorten jetzt unten drehen und man natürlich eine Affinität zu Devisen hat und da schaut es, liebe Leute, wirklich über den Tellerrand, solltet ihr auch mal den Looney betrachten. Wir hatten diesen nämlich auch im Devisenradar der vorletzten Woche gecovert und hier bin ich auch long gegangen mit diesem Ausbruch aus der bullischen Flagge im Übrigen. Wir sehen hier die Sequenz dieser bullischen Flagge im H4 noch viel schöner zu identifizieren und der Looney US-Dollar Cut macht sich hier tatsächlich auf diese Zielzone im Rahmen dieser Option im Vorfeld der Flagge mit Ausbruch der Flagge hier zu erreichen und das ist das Level um 1,3335. Ich gehe mal davon aus, dass wir das vielleicht heute mit den Öldaten heute Nachmittag 16:30 probieren oder aber sogar noch darüber ausschießen, denn wir haben hier ein saisonales Setup bis Ende Dezember. Ob man hier über Weihnachten halten muss, das will ich jetzt gar nicht. Aber ich möchte hier zeigen, im Rahmen der Proportionen, dass hier rund 254 Pips in Aussicht stehen von einem Signal Trade, der hier im November gestartet wurde, beziehungsweise das war für mich auch eine Intention, diesen Trade auch einzugehen, da neben dieser bullischen Flagge, die sich hier auftat, grundsätzlich auch ein sehr mal bullischer Rückenwind vorherrscht und da fühle ich mich sehr, sehr wohl, wenn hier Chart mit dem saisonalen Muster dieses Zyklik zusammenspielt und der Trade ist bei mir bereits auf Einstand abgesichert, völlig entspannt, kann ich jetzt hier sehen, wie der Trade sich in welche Richtung entwickelt. Also in dem Zusammenhang, das erste Ziel bleibt hier 1,3335 und wenn es weiter nach oben geht, dann können wir sogar hier die 1,34 ansteuern. Saisonal sprechen wir sogar in Richtung 1,3430. Also nochmal 100 Pips mehr als bis zu diesem. Aber hier an diesem Widerstand muss man aufpassen, 1,3335, ihr seht das, der Looney hat sich hier seit den Sommerhochs immer wieder den Kopf gestoßen. Also auf jeden Fall eine Situation, wo man dann legen sollte, Gewinne mitzunehmen, aus dem sozusagen Trade auszusteigen. Das muss man, wie gesagt, einfach mal individuell auf sich wirken lassen. Also insofern, liebe Leute, wünsche ich euch jetzt einen hervorragenden Handelstag. In diesem Sinne, heute auf bald, euer Chris Kämmerer und ich melde mich an der Stelle erstmal. Viel Erfolg beim Handel, euer Chris Kämmerer und tschüss.